Ich stehe hier vom Park Hyatt in Wien, wo wieder das Törgeln stattfindet von Signe. Und hier kommt frisch vom Speckstandl der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. Steht so schlecht um Signe, dass sie Angst haben, dass es oben kein Essen geben wird. Nein, nur keine Wegzehrung bis hinauf. Ich bin mir sicher, beim Törgeln sind heuer weniger Leute. Früher war immer die Creme de la Creme, hat sich eingewampelt beim René Benko. Heuer werden nur die engsten Freunde da sein. Und Sie glauben, Sie kommen da jetzt hinein? Ein Gusenbauer kommt überall rein, das geht auch nicht. Okay. Nein, heuer wird's exklusiv. Ja, ich bin zuständig für die Party-Laune. Mach ich, genau. Und, ich bin nicht exklusiv, lieber inklusiv. Ja. Ich mag, dass alle Leute reinkommen. Ja. Und keine Gesichtskontrolle ist fast so, als würde hinter mir stehen das Motto, dass die Leute alle reinkommen. Kämpft alle einer. Kämpft alle einer. Freundschaft der Alpo des Kanzlers. Ja, ich muss ganz kurz reden mit dem Herrn Benko. Bitte. Frau Benko, leiden Sie mal ganz kurz Ihren Mann. Ja, schnell. Ja, es ist so, wir haben jetzt auf der Maria-Hilfer-Straße den Liner abreißen lassen, trotz Denkmalbescheid. Ja, danke dafür. Von daher haben wir Angst, dass das eine Ruine bleibt. Wenn es mir hilft, dann kann ich noch 10 Subinvestoren finden und von denen findet dann noch jeder 10 Subinvestoren und wenn sie oben einsteigen, machen sie ein Geschäft. Ja, das ist eine gute Idee, oder? Ja, das kommt mir irgendwie ein bisschen windig vor. Von daher bin ich eher dafür. Dann kriegen wir Fenstein, dann ist es nicht mehr so windig. Okay, Sie kriegen einen Mann wieder zurück. So. Die Araber wollen, dass du fertig baust. Was? Ja. Was? Mir gesagt, wir haben jetzt was Wichtigeres. Aber. Nein, ernsthaft, du musst die Pyramiden. Wir brauchen 10 Investoren. Die Pyramiden in Ägypten musst du fertig bauen. Sonst kriegst du Probleme. Bring uns 10 Investoren. Die 10 Investoren bringen. Mein Freund, bist zu, ich mein Trottel. Herr Gusenbauer, haben Sie Interesse, vielleicht zu investieren in Ägypten, ein Pyramidenprojekt? Das verspricht hohe Renditen, oder? Sind schon andere Kanzler auf gute Ideen gekommen. Was glaubt der Herr? Zuckt aber die Made im Speck? Lecker. Da gibt es etwas gratis zu essen, deshalb bin ich da. So ich verdiene ja nichts mehr. Also wenn nur einer von diesen Investoren seine Kredite fällig stellt, ist der René pleite. Was? Ja. Er ist pleite, oder was? Der Benko ist pleite? Das kommt nicht gut. Bekannt vor. Ja, ich habe jetzt eine spontane Geschäftsidee. Ich werde zum Herrn Benko hingehen und werde zu ihm sagen, Herr Benko, ich habe gehört, Sie sind pleite. Nein, und ich kenne, ich weiß, wie das ist, wenn Sie mir einen kleinen Vorschuss geben. Will ich Ihnen, was auf Sie wartet. Gary, du musst ein strengere Tier machen. Wieso? Noch strenger, geht nicht. Jetzt lass nicht an jeden rein. Stell dich auf und mach strenger. Okay, gut, halt. Habt ihr Karten? Wir haben keine finanziellen Interessen, danke. Super Party. So, gut. Das scheint eine tolle Veranstaltung zu sein. Darf ich da vielleicht mitmachen? Das schaut mir nach einer guten Party aus. Das Törgelen, ich mache da die Tür, weil der René ist ein Freund. Der ist ein Freund von mir. Ja, und warum machen Sie das? Da hält man die Mauer. Hat für Sie ein Haus gebaut? Das weiß ich nicht. Aber ich mach die Tür und nur wer auf der Liste steht, kommt rein. Ne? Stehst du auf der Liste? Ha? Ich weiß nicht, stehst du auf der Liste? Also ich bin der Tür. Schauen wir mal, ob da Tür steht. Was? Auf der Liste. Statt was, du stehst auf der Tür? Na, dann kann ich rein und Party machen. Party! Ja, Masche! Vielen Dank, die Herren. So, Arnold, das war der Masche-Clip diese Woche. Hier unten, da stehen die ganzen Infos zum Clip. Jo, ich habe aber eine Frage. Ja. Ja? Mag diese Clips immer, aber ich habe immer Angst, dass ich einen Clip von Maschek übersehe. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich erinnert werde, dass ein neuer Clip kommt? Musst du den Kanal abonnieren. Ihr könnt das auch machen. Abonniert den Kanal, setzt die Glocke. Das ist auch immer gescheit, damit man nichts verpasst wie der Arnold. Und kann man Tickets auch kaufen? Ja, gibt's auch einen Link. Tickets. Kaufen.